ist einer von den Goalschützen nach dem heutigen 2:0 gegen St. Gallen, der Hekuran Kriziu. Ja, Hecki, 2:0, ein Wort zum Spiel? Ja, ein Satz zum Spiel, ein verdienter Sieg, würde ich mal sagen. Wir haben in der ersten Halbzeit unsere guten Chancen gehabt, wie auch in der zweiten Halbzeit. Und ja, ich glaube, das 2:0 ist sicher verdient. Es hat ein bisschen gehartet, dann habe ich immer wieder Chancen erarbeitet. Und dann ist deine Aktion gekommen. Beschreib das Goal. Das ist eigentlich das, was uns vorgegeben worden ist vor dem Spiel. Wir wollten St. Gallen hoch pressen, weil wir wussten, wenn man St. Gallen hoch presst, dann machen sie Fehler hinten. Und das ist uns bei dieser Aktion sehr gut gelungen. Und ich hatte einen völligen Sieg, darum habe ich mal draufgehauen. Und ja, zum Glück ist er rein. Also das ist das Goal, kann man sagen, das Top-Goal, das sehen wir sonst auch in anderen europäischen Ligen. Das wichtigste Goal, weil es 1:0 war und ja, dann ist alles einfacher gegangen. Top-Goal nicht, aber sicher das wichtigste Goal. Das wichtigste Goal, vor allem auch, wir bleiben dran an Sion und nach hinten könnt ihr euch die 6 Punkte Abstand bewahren. Wir schauen vorwärts, unser Ziel ist der 3. Platz, weil mit ein bisschen Glück und ja, die Hilfe vom FCB können wir vielleicht ja, Sensation schaffen im Sommer. Und wir schaffen bis im Sommer sicher, dass wir den 3. Platz erreichen. Du sprichst das als wäre dann die direkte Qualifikation für die Europa League, allenfalls, wenn Basel wird Cup-Sieger werden. Nächste Match gegen die Grasshoppers auswärts. Ja, das ist das nächste wichtige Spiel. Es bleiben, glaube ich, noch 8 Spiele. Und ja, für uns ist jedes Spiel ein Finale und wir haben das in den eigenen Händen, wenn wir noch auf Sion müssen. Und ja, ist alles noch möglich und unser Ziel ist, wie schon ein paar Mal jetzt erwähnt, der 3. Platz und das werden wir auch schaffen. Okay, danke fürs Interview, gratuliere zum Goal und zum Sieg. Danke vielmals. Und bei mir ist auch noch der Goalschütze zum 2:0, der Cedric Itten. Ja, ich glaube, du hast deinen Job heute gemacht. Du kommst aufs Feld, machst das Goal, 2:0 und 4 oben. Ja, ich denke, die ganze Mannschaft hat den Job gemacht. Es war wichtig, dass wir gegen St. Gallen gewinnen können. Sie sind nahe bei uns hinten dran und wir haben sie auf Abstand halten und das ist super gelungen uns. Wie hast du heute das Spiel gesehen, von außen zuerst und dann auch die letzten Minuten, als du auf dem Feld warst? Ja, es war ein sehr kampfbetontes Spiel. Wir haben beide immer wieder Chancen gehabt. Und ja, wir sind dann sehr froh, dass der Hecki 1:0 macht mit einem super Schuss. Und schön, dass wir dann noch doppeln konnten und den Sack zu machen. Ja, beschreib das 2:0 aus deiner Sicht. Ja, der Mecki hat einen super Ball gespielt in Tiefe, eigentlich ein bisschen blinder Ball hinter der Abwehr. Ich habe spekuliert und bin dann live am Goal gesehen und also ich kann links vorbeischieben. Der Hekuran Kriziu hat vorhin gesagt, der 3. Platz, vielleicht der Traum von Europa, der dann könnte in Erfüllung gehen, wenn alles mitspielt. Jetzt bleiben wir dran, dank dem Sieg. Asio, nur 2 Punkte ist der Rückstand. Genau, es ist wichtig, dass wir probieren, die nächsten Match auch gewinnen. Jetzt haben wir einen Aufschwung, wir haben, wir haben es recht gut in der Kabine. Und wir probieren das beibehalten, Vollgas geben und das ist sicher ein Ziel und das probieren wir auch zu holen. Okay, Cedric Itten, gratuliere zum Goal und zum Sieg. Dankeschön vielmals, merci.